Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Köln Unboxing Video von mir für euch. Heute hier, was für den ganzen Körper gut ist. Und zwar ein VOWVIT, also ein VOWIT Rudergerät für zu Hause. Es ist nicht nur ein popliges Rudergerät, mit entweder Seilzug, der irgendwie mit Federn gespannt wird, oder die nächste Stufe in den Rudergeräten-Segmenten ist dann mit Magnet, Bremse etc. Nein, hier kommt es. Das Wasserrudergerät mit Bluetooth-Monitor und Tablet-Halterung von VOWIT. Sie muss das Ding mal an, ey, was hier alles drin ist. Guckt euch an, es kommt in einem Paket. Das Paket konnte ich auch tragen und ich bin total der Schwächling, ne? Total. Das heißt also, das bekommt ihr auch hin. Wenn es zu schwer sein sollte, macht es einfach zu zweit. Es ist nämlich dieses kompakt, handlich verpackt. Das Einzige, was ihr machen müsst vorher ist, hier sind solche Stripes drum, so Strieben. Die müsst ihr kurz abschneiden und dann kommt ihr ans Innere. Und da werden wir uns jetzt auch mal vorbewegen, was wir da alles so vorfinden. Ich würde denken, da ist ein Rudergerät drin. Ne? So, ziehen wir uns das rein. Damit fangen wir an. Erstmal hier, zum Glück habe ich noch ein Messer am Start. Beim Messereinsatz immer darauf achten, dass er nichts kaputt schneidet. Das ist immer gefährlich. So, Kunststoff an den Seiten. Bei so einem etwas teuren Gerät ist das vielleicht auch sinnvoll, dass dort keine Kratzer beim Transport sind. Denn die Transportleute sind manchmal ein bisschen... So, was haben wir hier? Boah. Hier, ist eine Pumpe. Die bringen also das Rudergerät mit einer Pumpe mit. Wie cool ist das denn? Es ist zwar eine primitive Pumpe, aber sie funktioniert. Cool. Ne, damit können wir also Wasser rumpumpen. Jetzt gucken wir uns mal an, wie wir hier so reinkommen. Oh yeah. Oh, hier geht's weiter. Seid ihr auch so aufgeregt wie ich? Ein Rudergerät. Rudergeräte sind super für den kompletten Körper zu trainieren. Einer der sinnvollsten und effizientesten Möglichkeiten, nämlich den Körper fit und nice zu halten. Was ist denn hier alles drin? So. Wir haben erstmal zwei AA galvanische Zellen, das heißt für den Bordcomputer. Dann haben wir hier ein Füßchensystem. Das sind Gummifüßchen, die werden da dran gemacht, um dann einen besseren Stand zu haben. Dann haben wir hier Water Purification Tablets, das heißt also, das Wasser, was wir da reinfüllen, sollte ein Wasser sein, welches aus der Leitung kommt. Und wir packen dann hier diese Tabletten rein, damit das nicht umkippt, das Wasser, ne? Damit es nicht stinkt, damit es nicht umkippt. Wir haben ein Haltesystem. Hier haben wir QR-Code für Kontaktierung, Global Customer Support. Guckt euch das an. 80% oder 90% oder ganz, ganz krass vormontiert, weil wir müssen nur 4, 8, 16. 16 Schräubchen. Das kriegen wir doch hin, oder? Sehr schön. Auch hier ganz gut Step 1, Step 2, Step 3. Also ganz einfach nach und nach zusammengefügt, um dann die Montage schnell und effizient in 20 Minuten durchziehen zu können. So, dann haben wir Bedienungsanleitung am Start hier. Diese User Manual ist in Englisch gehalten. Benutzerhandbuch Deutsch, Französisch, Italienisch, ja, und Spanisch wahrscheinlich. Bebildert ist es auch, das heißt also, ihr könnt dem dann auch gut folgen oder ihr folgt meinem Video für die Montage. Die KinoMap, K-I-N-O-M-A-P, könnt ihr euch noch downloaden, um dann zum Beispiel noch einen größeren, smarten, smarte Möglichkeit der Nutzung dieses Rudergeräts zu bekommen. Das heißt also, dann hat man nämlich dort dann so den modernen Workout-Flow am Start. Und das zu Hause, Digga. Echt cool, ne? So. Das hier ist das bereits schon vormontierte, so gut wie vormontierte Display.
Hier ist ein LCD-Display. Dort könnt ihr Scan, Count, Calories, Pulse, Distance, Total Count und Time sehen. Das heißt also, wir haben ein Monochrom-Display, welches uns dann ganz einfach über Set-Mode und Reset die momentanen Workout-Situationen anzeigt, wie weit wir gerudert sind, wie schnell etc. So, hier hinten sind dafür zwei AAAAA, da waren Zellen möglich. Hier hinten können wir einen Puls anschließen und einen Sensor. Dann können wir es auch noch in der Lage verändern und hier unten können wir es auch noch mal kippen. Wir haben zwei Anschlüsse unten, die wir an das Gerät dann anschließen müssen. Aber das natürlich bei der Installation. Sehr gut gefertigt, vernünftige Stabilität ist hier auch am Start. So, weiter in die Tiefe, kriegen wir einfach raus. Ohne Schmaus. Ich glaube, ich kippe das mal um und dann könnten wir das besser nämlich rauskriegen, oder? So, einmal umkippen bitte, ey. Boah, yeah. Also ihr seht schon, ich schaffe das auch alleine und ihr sowieso. So, erstmal Tischdecken, Stuff weg. So, Kantenschutz. Sehr schön. Und jetzt bauen wir uns rein. Immer beim Einsatz eines Messers darauf achten, wo ihr hinschneidet. Nicht nur eure Finger können Schaden nehmen, auch das Produkt. Und wer möchte denn sein schönes neues Rudergerät zerkratzt haben? Nee, nee. Oder noch schlimmer, stellt euch vor, ihr schneidet aus Versehen in die Sitze oder so. Ne? Also wirklich dolle aufpassen, Homies, dass ihr dort dann nicht irgendein Problem da kriegt mit dem zerschnittenen Systemen etc. Was haben wir hier? Das hier wird die Stange sein, worauf wir gleiten. So. Pulver beschichtet. Sehr gut verarbeitet. Schöne Bohrungen. Hier oben ist eine Aluminium-Schiene mit aufgesetzt auf beiden Seiten. Darüber gleitet man also dann mit dem Schlitten drüber. Dadurch gibt es weniger Reibung. Sehr schön. Das ist zum Rein- und Rausfahren. Okay. Also dieses Zusammenbauen immer, wie die Hersteller das hier reinkriegen, ist immer faszinierend. Das müssen Ingenieure machen, ganz intelligente Menschen bestimmt. So, hier haben wir eine Rolle und noch eine Rolle. Das heißt, diese Seite ist dann die Seite, die dann zum Beispiel, wenn wir jetzt etwas anheben, rollbar macht, das ganze System, auch sehr vernünftig. Das heißt, also, es ist transportabel. So. Transportabel. Okay, wir bauen uns weiter rein. Zack. Yeah. Gegenstück. Wir haben hier feste Füßchen, also feste, es sind Füßchen, die verstellbar sind. Die können wir hier raus und reinfahren. Seht ihr, wenn ich daran drehe, ne, kommt das Füßchen hier raus und kann so dann Unebenheiten auf dem Boden zum Beispiel austarieren, indem ihr daran dreht. Das kann man natürlich an beiden Seiten. Ne, das ist dann das Gegenstück auf der anderen Seite zu dem Füßchenstück, was wir schon hatten. Okay? Ne, also das ist eine Seite, das ist die andere Seite. So, jetzt machen wir mal hier drüben. So, ich gucke mal ans Innere reingucken hier. So. Okay, was sehen wir hier? Boah. Hier sehen wir jetzt, das ist unten, ich habe es ja umgedreht, das ist unten. Das heißt, hier sehen wir den starken, vernünftig geschweißten Rahmen des ganzen Systems. Das ist aus massivem Metall gebaut. Hier sehen wir die Area, wo das Wasser dann drin ist. Und diese Blades, sprich diese Klingen, bewegen sich dann gegen den Widerstand des Wassers
Und dadurch müssen wir natürlich mehr Arbeit verrichten und dadurch haben wir ein Workout-Ergebnis. So, einmal umdrehen bitte. Na, also hier würde das dran kommen, hier hinten kommt das dran. Mit der Stange. Ne? Stange hier dran, das Ding hier hinten, beziehungsweise vorne, wie rum, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Und dann geht das schon. So, was haben wir hier? Hier haben wir die Zugstange. Die Zugstange ist ergonomisch etwas geformt, wie ihr sehen könnt. Sie ist mit einer Gummi-Überzug versehen, dass wir dort auch Grip haben während des kompletten Workouts. Sehr schön. Und hier, guck mal, wenn ich da ein bisschen dran drehe, also dran ziehe, bewegen sich die Blades da drin. Ne? Ich hoffe, das kann man sehen. Und so funktioniert das nämlich dann. Hier vorne ist ein Bumper dran. Hier seht ihr, da sind mehrere dicke, massive Rollen, die aber nicht aus Metall, also in Metall, kugelgelagert, sehe ich kugelgelagert, sehr gut. Und die gleiten nämlich dann schön hier drüber. Ne? Und das ist dann, die kommen dann hier an, können hin und vor. Ne? Dann haben wir hier, haben wir die einstellbaren Fußfreunde, das heißt Ferse hier hin, Spannen vorne hin. Und damit können wir dann einstellen, hin und zurück und uns einklemmen, dass wir richtigen Halt haben. Und damit können wir richtig loslegen. Ne? Computer kommt natürlich dann noch drauf. Hier vorne kommt er dann hin, ne? Dass wir ihn sehen, dann vor, zurück, was da abgeht. Das ist dann der Computer. Und natürlich der Zusatz ist dann, dass wir die App-Unterstützung haben, ne? Sprich mit der App arbeiten. Und mit der App können wir das zum Beispiel dann an einen Monitor ballern, an einen Fernseher, an Smart TV, an selbst unser Smartphone würde funktionieren. Also das ist echt cool. Und hier haben wir ein Pumpsystem, wo wir dann hier auch pumptechnisch das Wasser in die Anlage, sprich in unser Rudergerät, einpumpen und auch wieder herausholen können. Ne? Also der Hersteller hat dann alles gedacht, nur Wasser braucht ihr selber. Wasser braucht ihr selber, Werkzeug ist auch noch alles dabei. Es ist sehr gut gefertigt. Ne? Es ist sehr gut gefertigt. Hiermit merkt man also schon, man ist in einem Preissegment, wo Qualität doch groß geschrieben wird. Ne? Und vor allen Dingen alleine das Wasser, das ist nämlich das Sinnvolle an so einem Rudergerät. Das Wasser hat so einen hohen Widerstand. Je härter wir ziehen, je mehr Widerstand wird dort nämlich dann gegengesetzt. Wir wissen ja, Kraft gleich Gegenkraft etc. Das wird hier genutzt. Hier ist also nichts mit Magneten, hier ist nichts mit Seilzuggedrisse. Hier ist einfach nur ein Band, ein breites Band, was viel Power aushalten kann. Und dann ziehen wir daran, haben den Widerstand vom Wasser und können so nämlich unser stufenloses Einstellen der Stärke selber vorstellen, was einem Rudern in einem echten Rudergerät sehr, sehr, sehr nahe kommt. Und deshalb müssen die anderen Komponenten auch vernünftig gefertigt sein, damit dort auch dann der vernünftige Nutzungsgrad des Rudergerätes funktionsfähig da ist. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Sun Sun!